Einen wunderschönen guten Tag, mein Freund, und herzlich willkommen zur Nebenmission Revolutionshymne. Wir sollen laut Missionsbeschreibung mit Morrison sprechen, dessen Bar im nordwestlichen Teil des Antares-Bezirks ist. Aber zuerst lesen wir uns nochmal durch, wie wir da überhaupt hingekommen sind, denn wie immer weiß ich das nicht mehr, weil es bei mir schon so lange her ist, dass ich diese Mission getriggert habe. Also, Jesus Morrison, also ich weiß, der heißt eigentlich Jesus, aber ich nenne den Jesus einfach so. Jesus Morrison ist ein Pianist mit einem hehren Ziel. Er braucht Hilfe dabei, Informationen von Lacey Penner, einer blöden Pennerin in einer Basis der Wolf stationierten Spionen zu bekommen. Diese Aufklärungsdaten sind für den Kampf gegen Sentinel essentiell. Dadurch weiß ich jetzt natürlich immer noch nicht, woher die Mission ursprünglich kam, aber wir wissen immerhin, worum es geht. Und der Antares-Bezirk ist bereits direkt hier. Ich habe mich hier schon hinbegeben. Und dann schauen wir doch mal, wo der gute Jesus festgenagelt wird. Entschuldigung, ist vielleicht ein bisschen unangebracht. Ja, schauen wir mal, wo sich Morrison aufhält. Da unten haben wir einige Sentinel-Freunde. Eine Drohne. Bist du Jesus oder bist du eine Frau? Frau, alles klar. Nicht Jesus. Kommen wir da auch hoch? Ja, sehr gut. Da sind viele. Ach, da ist er ja. Keine Wachen, alles klar. Was ist denn? Was wollen Sie? Wer verdammt sind Nicht Sie? Mehr. Auf den Boden! Auf den Boden, sag ich! Auf den Boden? So. Die gehen mir auf den Keks. Darf man sich was wünschen? Wer sind Sie? Ich spiele lieber mein eigenes Zeug. Danke vielmals. Was macht jemand mit Ihrem Talent an so einem Ort? Das ist eine lange, tragische Geschichte. Ich heiße übrigens Jesus Morrison. Aber sagen Sie mal, was treibt Sie überhaupt in diese Bar? Also außer dem billigen, verwässerten Fusel und der stickigen Luft. Die Einheimischen sagen, dass Sie ein paar sehr besondere Songs spielen. Alle meine Songs sind besonders. Ich glaube, dass jeder großartige Song eine wichtige Botschaft hat. Und? Haben Ihre Songs eine wichtige Botschaft? Nun, ich spiele nur großartige Songs. Also, ja. Aber die traurigen Gestalten hier haben das Spielen nicht gerade erfunden. Ich wollte eigentlich ein paar neue Songs schreiben, aber ich komme nicht weiter. Leider. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Das können Sie, ja. Ich arbeite häufig mit Lacey Penner. Sie gibt mir meine Inspiration. Sie hat sich in den Außenposten Green Viper zurückgezogen. Würden Sie mir eine Kopie Ihrer aktuellen Arbeit mitbringen? Gern. Ich soll mich da sicher reinschleichen. Naja, ich bin nicht so der Schleicher. Also, ja, bringen Sie Ihre Ninja-Künste zum Einsatz und bleiben Sie unentdeckt. Und ich will ja keine Diva sein, aber meine Fans brauchen mich hier. Ich möchte die Scharen von Fans ja nicht enttäuschen. Ich bin auf dem Weg. Dieses grenzdebile Grinsen von Nomad die ganze Zeit. Schnauze! Immer dieses Rumgeheule, meine Fresse! Ja, und so wie es aussieht, heißt er doch nicht Jesus, sondern doch Jesus, also Jesus. Also ist gar nicht so verkehrt, ihn Jesus zu nennen. So, Außenposten, Green Viper, wo ist der denn? In der Nähe? Ach, ist ja direkt da hinten. Ist ja gar nicht weit weg, na dann. Komm, Fury, wir rücken ab. Ungefähr diese Peilung, ne? Jo, ziemlich genau sogar. Ab geht's. Mir geht dieses
Rumgemeckere und Rumgeheule von den Zivilisten so auf den Keks. Ich oder wir sind hier die Guten. Und gehen Sie weg. Rücken Sie mir nicht auf die Pelle. Oder wenn man jemanden aus Geiselhaft befreit. Oh, danke, danke, danke. Dann kommt die Einblendung, ja, Mission erledigt. Und dann das nächste, was er sagt. Die Nerven, okay? Oder sowas in der Art. Das ist so... Ah, das war bei Wildlands deutlich besser. Deutlich. Auch, ja, gut, dass man Wildlands halt die Waffe wegstecken konnte. Wir haben das im Delta Company Discord schon so oft angemerkt, dass wir gerne auch bei Breakpoint die Waffen wegstecken möchten. Und dass die Zivilisten nicht immer so rumheulen sollen. Aber, oh, ich bin etwas vom Kurs abgekommen. Ja, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas geändert wird. Falls du mich übrigens noch nicht kennst und gerade hier zum ersten Mal zuschaust, bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Also wenn du da Bock drauf hast, lass mir super gerne ein Abo da. Es kommen jede Woche Videos. Früher waren es jede Woche 3 Videos. Mittlerweile sind es jetzt... Die Outfit-Guides sind weggefallen. Dafür kommen 3 Folgen. Klassen-Level-Let's Play. Bin ich wieder vom Kurs abgekommen? Jo. Ich habe einen Orientierungssinn wie ein Grashalm. Ja, also im Moment kommen tatsächlich 5 Folgen die Woche. Das ist mittwochs das Let's Play hier. Donnerstags 3 Folgen von dem Level Let's Play. Und freitags in der Regel ein Tutorial jedweder Art. So, dann schauen wir doch mal. Und da unten können wir gut in Deckung gehen. Das müsste genügen. Schauen wir doch mal. Hier haben wir 4 Sniper in 4 Türmen. Sie ist im größten Gebäude des Außenpostens. Das ist das Gebäude gleich nördlich der Helipads. Da sind sie unentdeckt. Okay. Helipads haben wir hier. Beziehungsweise ein Mann, ne? Das sind 2. Nördlich hier. Also es ist hier direkt. Da sind wir ja schon direkt auf der richtigen Seite. Das ist sehr gut. Ach, da. So, sprechen Sie mit Lacey. Schauen wir mal. Andere. Och, das ist ja nicht mal eine Soldatin. Alles klar. So, wie kommen wir denn hier am besten rein? So, wir haben hier eine Patrouille. Eine einzelne Patrouille. Da haben wir noch eine Wache. Ansonsten halt die Scharfschützen, die gefährlich sind. Und die Wache hier bewacht genau die Tür. Durch den Zaun durchschneiden können wir uns nicht. Aber warum hängt hier das Dingens da über dem? Heißt das, wir können da drüber klettern? Das wäre natürlich mega geil. Ich würde es bezweifeln, aber ausprobieren kostet nichts. Außer im Zweifelsfall unser Leben. So, snacken wir am besten zuerst die Scharfschützen weg. Das würde ich an und für sich am liebsten die Kameraden machen lassen. Verstanden. Aber nichts zu berichten. Feuer auf mein Kommando. Roger, Zielannäherung. So, gehen wir hier gerade weiter. Damit wir den anderen da hinten sehen. Ziel auf den Scharfschützen. Roger, bin unterwegs. So, hoffen wir, dass die Kills unentdeckt bleiben. Wolf erfasst. Feuer frei. Die wären erledigt. Solide Arbeit. Die hatte nicht mal eine Waffe ausgerüstet zu dem Zeitpunkt, was war das denn? Oder habe ich nur knickende Optik und
Sie hatte eine und hat sie nur direkt wieder weggepackt. Kann natürlich auch sein. So, wir haben jetzt hier den einen natürlich vor dem... Moment, wir sind auf der falschen Seite. Kann das sein? Ich sag ja, ich habe einen Orientierungssinn wie ein Grashalm. Nee, wir sind theoretisch auf der richtigen Seite, aber da hinten den Scharfschützen habe ich eigentlich gemeint. Naja, gut. Ausweichen, Kameradin, ausweichen. Wir sind hier falsch. Die Aufklärung hat keine gute Arbeit geleistet. Zum Glück bemerken die KI-Gegner nicht, wenn plötzlich der Kamerad, mit dem sie sich gerade noch unterhalten haben, plötzlich weg ist. Wie bei Hitman auch. Feuer auf mein Kommando. Geh in Stellung. Zu langsam. Dachte mir gerade, den einen kann ich auch selbst wegmachen. Waffe steht übrigens auf Einzelfeuer, nur falls du dich wunderst. Meine. Anders als im Level-Let's Play. Im Level-Let's Play, die... Nee, da kann er nicht hoch. So ein bisschen zu hoch. Aber mit einer Räuberleiter kämen wir doch, da doch easy hoch. Aber naja, ist halt kein Splinter Cell Koop-Modus gedöns. Wäre aber cool, so ein Feature. So. Steht der andere immer noch da? Ja, der bewegt sich auch nicht weg. Und dann müssen wir jetzt gucken, von wem der seine Leiche da entdeckt werden könnte. Können wir darüber wieder raus? Das wäre möglich, oder? Da drauf und dann darüber. Dran drauf drüber. Da drin ist ja sauber. Da patrouilliert der eine. Nein, der da patrouilliert der. Da hinten ist gerade noch einer gelaufen, habe ich gerade gesehen. Da. Aber der kommt nicht darunter. Alles klar, dann würde ich sagen. Ich meine, ich könnte den natürlich auch mit einer Bullet Lure ablenken. Aber will eigentlich kein Risiko eingehen. Ich benutze die Drohne viel zu viel. Gefällt mir selbst nicht. Ah, da kommt der andere, der da im Kreis patrouilliert. Dann warten wir mal eben, bis der bei seinem Kollegen da vorbeiläuft. Und dann können wir sie vielleicht beide gleichzeitig erledigen. Nichts zu berichten. Ihr auch. Ihr auch. Kommt der überhaupt da vorbei? Drohne wieder, ja, ich weiß. Was? Hä? Was? Wie? Irgendwas stimmt hier nicht. Wurde die Drohne entdeckt oder was? Fuck. Was passiert hier? Die Wache da hinten in dem Gebäude wurde übrigens, ist übrigens auch aufgeschreckt. Oder hat der... Ne, der kommt raus. Schlecht. Hier ist nix. Gehen Sie weiter. Plötzlich war er weg. So geht das, Boss. Cool. Keine Gefahr, dass er entdeckt wird. Aber was war das? Haben die echt die Drohne entdeckt? Aber der guckt die ganze Zeit so in die Richtung, wo wir sind. Hat der vielleicht... Da hinten steht jetzt noch der andere. Die haben die Leiche da oben entdeckt. Guckt halt gerade blöd oder über den Rand raus. Die Drohnen sind ist auch aufgeschreckt. Hat die Waffen ausgefahren. Ja, haut ab, das ist gut. So. Weißt du was? Komm. Wenn wir entdeckt werden, ist die Mission eh vorbei. Dann müssen wir es nochmal machen.
gebe nicht an, ich versuche nur irgendwie da durchzukommen. Oh fuck, da komme ich ja gar nicht durch. Gut aufgeklärt, wie immer. Noch einmal. Haben die Drohnen oder? Hier dürfte. Ja, gut. Um sicher zu gehen. Alles clear. Sehr gut. Hallo. Lacey Penner? Das bin ich. Warum? Jesus schickt mich. Er hat gesagt, sie arbeiten zusammen. Arbeiten, hä? Eher konspirieren. Geht's ihm gut? Ja, alles okay. Ihr arbeitet wohl zusammen an ein paar Songs. Ich bin nur die Botin. Er ist der Künstler. Hier habe ich Aufklärungsdaten zu einer Operation von Captain Savage. Wenn Jesus ein Lied daraus macht, sollten die Outcasts es rechtzeitig entschlüsseln können, um sich zu verteidigen. Sind Sie sicher, dass er das schafft? Er wird einen Weg finden, aber Sie müssen sehr vorsichtig sein. Wenn das in die falschen Hände gerät, ist Jesus tot. Schützen Sie es und ihn mit Ihrem Leben. Mach ich. Jesus! Sagen die Sentinels auch oft, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Jesus. Morrison. Hörst du? Jetzt habe ich mich gerade noch mit ihr unterhalten und jetzt wimmert sie da hinten rum. Habt ihr das gehört? Habt ihr sie gehört? Ich weiß nicht, ob man das hier im Video noch hört, aber... Jetzt nicht mehr. Alles klar. So, wir müssen damit zurück. Entkommen? Ja, war ja gar nicht richtig drin. Und wieder zu Morrison. Haben wir nicht irgendwo Fahrzeug? Ich meine, das ist eine Straße. Da könnten wir ein motorisiertes Vehikel überfallen, theoretisch. Wenn eins käme. Hallo Sniper, hier bin ich. Ich guck mal kurz. Da kommt nix. Da kommt was. Ne, ist nur Schatten vom Baum. Ah, okay. Dann kommt eben nix. Ich stehe da und spiele Gameboy. Ein sehr spitzer Steuerknüppel. Ja, ab geht's zurück zu Jesus. Dass man die Wachen immer so weit hört, das ist der typische Serieneffekt. Kennt ihr das, wenn bei irgendeiner Krimiserie oder irgendwas, Kamera schwenkt so über den Park und die Leute, die ganz vorne sind, die hört man gar nicht, weil sie halt nur den Mund bewegen wahrscheinlich. Und dann die Personen, die relevant sind, die hört man dann sehr laut, aber die sind dann irgendwo ziemlich weit weg. Und da zoomt die Kamera so auf die, ne? Aber man hat sie schon die ganze Zeit gehört. So ist das hier ungefähr auch. Hauptsache, man hört die Gegner gut. Bitte, lassen Sie mich in Frieden. Was zum... Was wollen Sie? Euch alle töten will ich, weil ihr mir auf den Keks geht. Das sind die Informationen? Oh, das wird witzig. Lässt sich daraus was Cooles komponieren? Natürlich. Ich kann jeden Code spielen. Der ist aber ein bisschen komplex. Captain Savage, was? Das macht's komplizierter. Wieso komplizierter?
Naja, dieser Plan ist ziemlich umfangreich und jeder, der an seiner Verbreitung beteiligt ist und erwischt wird... Lacey hat gesagt, das würde sie in die Schusslinie bringen. Alles, was wir für die Outcasts tun, bringt uns in die Schusslinie. Das wäre eine reinere Form der Auslöschung. Und diesmal ist es was Persönliches. Das wird eine Weile dauern. Kommen Sie später wieder, sobald ich kreativ geworden bin. Och nö, sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Nein, ich habe gar nichts gemacht. Hab ich das gesagt? Du bist... Party ist aus. Ich hab nichts mehr getrunken. So, fertig. Ja, jetzt warten, bis er wieder was hat. Oder wie, oder was? Oder ist die Mission vorbei? Mission ist vorbei, ne? Das heißt, das andere wäre dann die nächste Mission tatsächlich, oder? Schauen wir mal. Das war Revolutionshymne. Ja, okay, dann ist das hier tatsächlich dann die nächste Mission. Ja, die machen wir dann wie immer in der nächsten Folge. Dann haut mir ein Abo rein, da werdet unten aktiviert die Glocke, dann werdet ihr, dann wirst du benachrichtigt, wenn das Video. Ich sollte vielleicht heute keine Folge mehr aufnehmen. Wenn das Video online kommt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.